Junge. Mann. Ja, jetzt werden Vince und... Was zur Hölle machst du da? Wir müssen jetzt wirklich mal wrestlen, um das Match zu gewinnen. Du bist so ein Idiot. Denk nicht mal daran, dass du eine zweite Chance bekommst. Danke, Triple H. Danke. So ein Vollidiot. Mann. Ja, das war's mit unserer Freundschaft mit Vince. Holy, Alter, wir werden ja nicht mal gebuckt. Oh, großartig. Liebe Triple H. Gewinnt Hogan und Rock. Das hier. Und Jeff und Stone Cold. Sehr interessant. Wir wären eigentlich in dem Rock-Hogan-Match gewesen. Ach ja. DLC Final-Match. Ich hoffe, dass Flair und Vince trotzdem gewinnen, wenn sie mich jetzt hassen. Ich meine einfach nur einen schlechten Tag-Team-Partner. Wer zur Hölle ist Triple H? Und Benoit gewinnen. Das brauche ich jetzt nicht. Rock und Hogan im Finale gegen Vince und Flair. Ja, die Sieger sind Rock und Hogan. Aber hätten wir gegen Rock und Hogan gewinnen können, jetzt mal wirklich? Ich denke nicht. Ich denke nicht. No mercy! No mercy! Wir haben ein Singles-Match gegen Bubba Ray Dudley. Gut. Wahrscheinlich ein... Also, erstmal Lance Storm gegen Jeff Hardy. Jeff Hardy holt sich den Cruiserweight-Title. Ja, Bubba Ray Dudley bekommt ein World-Title-Match. Großartig. Dann halt für den Undisputed Championship gegen Bubba Ray Dudley. The following contest is scheduled for one fall. The Undisputed WWE Championship. Gegen Bubba. And the challenger from Dudleyville, weighing 285 pounds, Bubba Ray Dudley. The IC Champion. Ah, wird Bubba Ray Dudley auch Undisputed Champion? Champion gegen Champion Match. Und es geht nur um unseren Titel. Mal sehen. War keine leichte Aufgabe für uns. A time.
jetzt nicht so, wie es mir erhofft hat. Zack. Was zur Hölle? Was zur Hölle, Baba? Denkst du, reichst du damit? Ah, Gott. Jo! Ja, das hätte direkt hinterher. So. Blöde Rope Break. Ah, Junge! Hör auf! Geben wir dieses Match auch noch. So sieht nicht gut um uns aus. Deswegen ist es wichtig, dass wir erstmal ein bisschen draußen bleiben, weil sonst hätten wir wirklich das Match schnell verloren. Zack. Reißt man ihm das Bein raus! Nein! Das ist ein Saftsack. Das ist ein Saftsack. Hör's jetzt mal auf. Eins, zwei, nein! Das war's jetzt. Nein, immer noch nicht. Jetzt aber. Das war's. Eins, zwei, drei. Mein Gott! Weil Baba immer das Finish verkackt hat. Baba immer das Finish verkackt hat. Hauptsache, wir gewinnen. Und jetzt wird's interessant. Gewinnen Vince und Rick oder holen sich Rock und Hogan die Titel? He looks completely satisfied. Großartig. Wir werden Champions. Nicht schlecht, Vince, ne? Tag Team Champions, ne? Ganz genau. Linda McMahon! Oh Gott. Oh Gott. Oh no! Linda! Vince, du enttäuscht mich. Here comes Linda McMahon, the CEO. Diese Leute wollen doch nicht diese Korruption sehen. Du und Rick? Ach ja, und Rick, du solltest mal älter werden. Du sollst mal erwachsen werden. Als CEO der WWE werde ich euch nun die Tag-Team-Titles abnehmen. Achso, die haben sie schon, okay. Und die ganzen Leute haben es gar nicht verdient, gefeuert zu werden. Halleluja! Chuck und Maven kommen zurück zu WWE. Ich möchte, dass die WWE wieder zu dem zurückkehrt, was sie mal war. Survivor Series. Das wird das Ende dieses Krieges sein. Des Kampfes. Und noch eine Sache. Babs, ich hoffe, du findest noch heraus, was du wirklich zu tun hast.
Okay. Das ist mal eine Ankündigung. Ah, und das können wir in dem zweiten Jahr einschalten. Dann machen wir das. Gut. Rick und Vince hatten die Titel und jetzt haben sie sie wieder verloren. Road to Survivor Series. Oh mein Gott. Das wird interessant. Gegen Jeff Hardy in einem Singles Match. Oh, Vince. Ich will, dass du mich auch mal was siehst. Dammit, Linda. Die Gürtel. Dieser Vollidiot Flair. Er war nutzlos. Babs, du bist mein einziger Hoffnung. Bitte, hilf mir. Okay. JR! Hey, Fabs. In diesem Monat werden wir zusammen einen Engel haben. Ist es nicht Road to... Nein, kann ich nicht, sorry. Ich hätte es ja gemacht, aber ich muss Vince helfen. Das ist mein Boss. So, Austin gegen Bubba Ray. Austin gewinnt. Und jetzt gegen Jeff Hardy. Gegen Jeff Hardy. The following contest is scheduled. Wir werden am besten den Titel noch bis zum Ende der Season halten. And the opponent from Cameron, North Carolina. Das wäre mein weighing 218 pounds, persönlicher Wunsch. Jeff Hardy. Aber jetzt bekommt der Cruiserweight Champion auch mal einen Title Shot. Der Title Shot sei schon ein Shot gegen den Champion. So. Das ist nur zu retten. Title Shot doch nicht. Hat gar nicht verdient. Hat es gar nicht erst verdient. Dann wäre jetzt dieser Jeff Hardy. Oh, Armdrag. Ach komm, Jeff, hör auf. Lass es sein. Farlig ausknocken. So, oh, schwupps. Wollte eigentlich das haben, aber kann das einfach sein. German. Noch ein German. Noch ein German. Erst mit einem Headbutt. Da gefällt dir nicht so. Und so ein German. Zack. Ja, jetzt. Breaker. Zack. Und Brainbuster.
Das war's. Schade. So schnell gewesen. Wir müssen ja auch bereit sein hier für ein SummerSlam. Immer noch raus, ey. Der immer noch raus. Ja. Kann der nicht mehr? Oh ja. Okay. Das kann ich auch mal im Treffen damit. Der kommt immer noch gucken. Ja, das war's jetzt aber, ey. Kommt da einfach aus der Gore raus. Immer noch. Nee. Was ist los mit diesem Jeff Hardy? Das war's. Gott sei Dank, ey, was hat der alles ausgehalten? Was hat der alles ausgehalten, ey. Junge, geisteskrank. Ja, verdient hier. Das hat er auch verdient. Wer kommt jetzt von denen? Es kommt Chuck, der Hardcore-Champion, der gefeuerte Hardcore-Champion. Ey, ich dachte, er ist gefeuert. Ja. Bin ja wieder zu gut. Oh nein! Der Job Squad. Ah, Mann. Nein, lass dich an mich fällst. Und dieses Mal schalte ich dich aus. Für immer. Okay, habt ihr noch nichts getan? Ich bin nicht die Person, die gesagt hat, dass du gefeuert werden sollst. Ich bin die Person, die gesagt hat, dass alle anderen gefeuert werden sollen. Tag Team Match mit Triple H. Nein, auch mit Triple H will ich kein Tag Team Match mehr machen. A Rebellion war schon. Was ist, wer dann. Okay, ja. Hey, nächste Pay-Per-View wäre Insurrection. Gut. Dann mal los. Cage Triple Threat gegen Christian. Und jetzt gegen Chuck in einem Tag Team Match. Ach nein, ist der Survivor Series. Nein. Ich will kein Survivor Series Match haben. Das ist ein Six-Man Tag Team Match. Ich will das nicht. Bitte nicht. Und Chuck sollte wieder gefeuert werden. Finde ich. Latino Heat. So, zweite Woche im November. Es geht gegen Chuck und Eddie. So, das hier natürlich jetzt mal umdrehen hier. Autsch. Small Package. Oh Gott! What the hell is going on here? Das war ein bisschen zu knapp. What's going on here? Nein, Chuck wird auf.
Oh, zack. Einfach mal hier unseren Hardcore-Champion ein bisschen verprügeln. Der Hardcore-Teil, der erste Titel, den ja selbst auch spielt. Danach ging es direkt zum Undisputed Championship. Wie ja die erste Season verlief, wissen wir ja. Ein Neckbreaker hier von Triple H. Broken Runner. Jetzt wirkt hier Triple H Eddie erstmal. Mach doch irgendwas mal. Aber Eddie, oh Gott. Was war das, Eddie? Facebuster. Immer eine Gory Special kommt von Eddie. Oh! Hallöchen Eddie! Zack! Das war's. Eins, zwei. Zack! Und das war's. Eins, zwei, drei. Ich dachte für einen kurzen Moment, konnte der hier den Finisher, aber nein. Hat er nicht. Sah aber erst so aus. Ach ja, Eddie, es tut mir leid, aber... Leider? Muss ich dich verprügeln? Chips hilft auch noch ganz gut mit. Warum kann ich jetzt aber nichts machen? Mann! Ebner, was machst du da? Oder was machst du nicht dort?